Herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenstand. Ja, das ist jetzt gerade mal die erste Folge von Pokémon. Ja, gut, eigentlich eine kurze Information, weil meine Datei, die erste Datei, komplett kaputt gecrashed ist. Ich kann sie auch nicht retten, da die vorgegebene Datei, die ich als gespeichert hatte, mir auch zerschossen worden ist. Ich kann nichts mehr retten. Um kurz auf den aktuellen Stand und auf die Information zu bleiben, was momentan geschehen ist und was geschehen ist in der ersten Folge. Und zwar haben wir mit random.org uns nämlich was ausgesucht. Denn wir, wie ihr sehen könnt, unten hier haben wir immer zwei Typen hier stehen. Und wir müssen pro Arenaleiter immer zwei Typen uns auswählen, gegen Beziehungen, die wir benutzen, um den Arenaleiter zu besiegen. Wir sind jetzt momentan noch so auf dem Stand, dass wir erst bei Rocco sind, der bald besiegt werden wird, mit den Typen Käfer und Wasser. Da haben wir natürlich einen Vorteil, da wir als erstes Shiggy ausgewählt haben, aber auch den riesen Nachteil haben, dass wir Shiggy bzw. die Entwicklung später im Verlauf nicht mehr benutzen können. Es sei denn, wir bekommen hier nochmal Random, können wir uns nochmal entscheiden, Shiggy zu nutzen. Das ist ja kein Problem. Im großen Sinne ist die Challenge so zu sehen, dass es basiert auf, wie gesagt, auf die zwei Typen pro Arena-Leiter, Mewtwo zu fangen und die Top 4 durchzuwaschen. Gut und gut gekonnt, würde ich sagen. Vielleicht auch den Pokédex voll bekommen, ist auch mal eine gute Sache. Legendäre Pokémon auf jeden Fall zu fangen. Seltene Pokémon auf jeden Fall auch darunter nein zu sein. Und jetzt ganz einfach. Es tut mir wirklich leid, dass die Datei gecrashed ist. Ich hatte mit Zettel, wir haben so viel Spaß gehabt am Anfang, haben richtig durchgezogen und richtig viel Gas gegeben. Denn es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein richtig lustiges Projekt, das als Challenge zu sehen. Noch zu den Arena-Leiter zu sagen ist, sobald wir beim Arena-Leiter sind, müssen wir im Pokémon Center unsere ganzen Pokémon abgeben, die nicht zu dem Typ passen. Sprich, ich habe ein normales Pokémon, Taubsi oder so, muss ich abgeben, denn ich darf nur die rein haben, denn das ist so geplant. Sollten wir tot gehen, ist sofort der Abbruch und wir müssen wieder von neu anfangen. Denn damit es nicht die Gefahr ist, dass wir halt mit einem anderen Pokémon, was nicht vorgegeben ist, weiterkämpfen, um halt nicht diesen Spielspaß, die Challenge nicht zu gewährleisten. Mehr ist es nicht, noch zur ersten Folge zu sagen. Wir hatten Shiggy ausgewählt, sind in die erste Stadt gegangen, haben uns das Paket geholt, das Paket abgegeben, Pokédex bekommen, uns ein paar Pokébälle gekauft, paar Tränke erhalten, die Karte bekommen und sind jetzt in der Stadt, wo wir Rocco finden können und das wechseln wir mal im Fix, da wechsle ich mir die Aufnahme hier, zack. Und da sind wir auch in dem Bild hier. Wie ihr sehen könnt, sind wir in der Stadt hiervon. Wir sind durch den Wald schon gelaufen, warten hier vor für die nächste Aufnahme, dass wir Rocco besiegen können. Mal ganz schnell gezeigt, ich habe schon gefangen. Oh, falsche Taste. Dieses. In der Speed-Aufnahme hatte ich noch mir später ein Horlinio und daraus ein Biber zu machen gemacht auf Level 15. Shiggy ist mittlerweile entwickelt, das heißt, das Thumbnail bzw. das Bild passt eigentlich gar nicht mehr. Muss umgeändert werden. Ist ein Shilluck mittlerweile, ein Tauboga und ein Smetbo. Die hatten wir uns gefangen noch in den späteren Folgen und das davor. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das macht nichts, denn ich muss mich ja daraus ein bisschen hinfinden. Ja, und das habe ich dann halt in so einer Stunde, gute Stunde hier alles gut entwickelt, damit wir halt gut durch Rocco durchkommen. Denn mit den beiden Pokémon oder mit den dreien hier, außer Tauboga, müssen wir es natürlich bestreiten. Und da würde ich sagen, kurze, knappe Folge, aber es tut mir leid, dass leider die erste Folge komplett zerschossen ist. Ich weiß nicht warum, was da passiert ist. Es ist nicht viel passiert, ich hatte nur das, was wir hier drüben sehen. Das hier hatte ich dann mit Zendus zusammen fertig gemacht, das haben wir dann aufgenommen. Nur leider ist zerschossen. Müsst ihr bei Zendus ja gucken, dann seht ihr das da auch, was er gemacht hat. Habe ich das gleiche Prinzip veranstaltet. Wir haben natürlich drüber geredet, wer was hat. Und das war's eigentlich. Ich würde sagen, tut mir leider leid, müsst ihr halt diese Information gucken und dann kommt die nächste, zweite Folge direkt am nächsten Tag. Und dann würde ich sagen, bis dahin, euer Flash und LP und tschüss.